So, guten Morgen, meine Freunde. Wir sind bei der zweiten Sitzung mit Pöschel und ja, mit den anonymen Pöschlern. Und ich frage euch, wie habt ihr die Woche so ohne Pöschel geschafft? Haut mal rein. Ja, also ey, ich habe mir eine Dose Pöschels gekauft. Ja, dann habe ich das genommen, habe mir voll die Schweißkicks geschoben. Dann habe ich so eine Nonne gesehen, Alter. Und dann sagt die, gib mir auch mal so eine Nase Pöschels, Alter. Ich muss das probieren. Ey, ich dachte, scheiße, Alter. Was will denn die von mir? Weißt du, das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Auf einmal kommt da so eine Nonna, Alter. Das geht gar nicht, Mann. Du stellst dir, musst du dir richtig vorstellen, Alter. Nee, Alter, was sagst du dazu? Ja, also ich bin ja direkt nach Markov gegangen, hab mir Pöschels gekauft und ich bin ja richtig auf Pöschels hängen geblieben, so. Ich lag in meinem Bett, hab mir schon voll den Upturn-Kick geschoben, so. Ich hab meine eigene Anwesenheit nicht mehr gespürt und so. Da kam auf einmal so ein Gesicht an mein Fenster. Ich dachte, das wäre Jesus. Und Jesus fragte mich so, ey, hast du Pöschel? Pöschel Snuff? Und ich sagte nur, nee, Alter, nicht für dich. Naja gut, also habt ihr die Woche ja wenigstens etwas, na gut, na was heißt etwas? Also ihr habt es gar nicht geschafft, irgendwie vom Pöschel runterzukommen. Also hat die erste Sitzung, so wie er es gesagt hat, ja gar nicht geholfen. Cosmo, ich hab gehört, deine Freundin, die schmiert sich Pöschels meistens unten an ihre Fotze rein, Alter. Brennt ihr? Was? Ja, also ey, da hast du richtig was Krasses gehört, Alter. Das habe ich auch, ey. Ich wusste das gar nicht, dass sie das macht, Alter. Die ist richtig abhängig davon. Weißt du, wenn man Schore nimmt, dann fängt man sich an zu kratzen und so, wenn man auf Entzug ist und so eine Scheiße, Alter. Du rufst deinen Ticker an und sagst, ey, besorg mal Schore, weil es halt juckt und so, ne? Ja, ey. Und dann meine Perle, Alter, die sagt, du hast einen Pöschel da, Alter. Ich sag so, nee, Mann, was willst du denn damit, ey? Ich bin froh, wenn ich runterkomme von dem Scholl. Alter, so, Alter, ja, Schatz, besorg mal Pöschels, ich muss mir das an die Vagina schmieren und so. Und du musst das wegschnürfen, Alter. Ich denk so, du bist behindert mit deinem Pöschels-Kacke, Alter. Ja, ey, was sagt deine Freundin dazu, wenn du Pöschels, ey? Also, wenn ich Pöschels-Snuff nehme, da sagt die nur, zieh die Nase bitte auf den Flur und verteil keine braunen Schmetterlinge in Taschentücher im Zimmer. Das ist unhygienisch und voll von Pöschel halt. Ja gut, also haben wir jetzt mal zwei Meinungen gehört, also Cosmos Freundin, die scheint da rauf ja voll zu stehen, also ich gehe mal davon aus, dass das in ihrer Fotze richtig krass brennen wird, und deine Freundin, die scheint da ja richtig krass was dagegen zu haben, also ich muss ganz ehrlich, ich sag das jetzt mal aus Erfahrung, also meine Freundin, muss ich ganz ehrlich sagen, die macht sich das mit in die Suppe rein, wie Maggi, und fängt das dann richtig krass an zu schlürfen, also ne, und ja. So, ich beende die Sitzung damit erstmal mal wieder und weil wir kriegen beim nächsten Mal kommt noch mal einer dazu und ich kann euch jetzt schon mal sagen, der snufft zu viel, Alter, der kommt auf seinem Leben nicht mehr klar, Alter, der kommt frisch aus dem Knast, Alter, und der hat da mit der Scheiße gedealt und sowas und die ziehen sich das literweise rein, ey. Also nächstes Mal geht's richtig ab.